wieder trafen musikalische Gegensätze in Bruck aufeinander. Das schon beinahe traditionelle Blasmusik meets Rock lockt auch heuer wieder zahlreich Besucher auf den Koloman-Wallischplatz. Heute das vierte Mal und es wird auf der einen Seite schwieriger aus dem Grund, weil ich glaube, uns die Gesellschaft, den Vereinen oder auch der Politik oder allen, die die Veranstaltungen machen, die Gesellschaft ein sehr hohes Niveau vorgeben. Und wenn man gute Veranstaltungen macht, sei das jetzt zum Beispiel Blasmusik mit Rock, wir haben den Kiertag in Bruck, gewisse Sachen, die im Vereine veranstalten, gilt es schon so fast als selbstverständlich, weil es, jetzt traue ich mir jetzt einmal sagen, wirklich gut ist und so, dass das fast schon ein bisschen von der Bevölkerung zu sehr als normal empfunden wird. Und mit dieser Thematik tun wir uns momentan schwer umzugehen, damit wir das wieder so verpacken, dass wir auf der einen Seite der Gesellschaft gegenüber eine tolle Veranstaltung machen können, auf der anderen Seite auch, aber nachdem wir das alles freiwillig machen, auch im Verein so verpacken zu können, dass die Leute nicht die Freude daran verlieren. Songs von Robbie Williams, Tina Turner oder Bon Jovi, gespielt von der Stadtkapelle Bruck und Pradelfetten, waren neben vielen anderen bekannten Interpreten nur einige, die den Brucker Hauptplatz zum Beben brachten. Wie schaut es mit den Vorbereitungen generell aus? Also ganz zur Routine wird es Gott sei Dank nicht, weil es hat jedes Stück eine andere Herausforderung und jedes ist anders arrangiert. Es ist natürlich so, dadurch, dass wir das jetzt das vierte Mal schon machen, sind natürlich von den Stücken her die Arrangements, manche sind ähnlich aufgebaut natürlich, aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wir haben wieder einige neue Stücke, die natürlich dann mehr wieder geprobt werden müssen. Die anderen müssen natürlich wieder aufgefrischt werden, die wir vielleicht doch schon als Kassenschlager sozusagen spielen, weil es einfach beim Publikum gut ankommen. Aber es ist, die Probenarbeit wird schon ein wenig leichter, weil die Leute eigentlich, die Musikerinnen und Musiker schon wissen, was auf sie zukommt. Beim Publikum sieht man ja, es ist ja eigentlich von jung bis zur älteren Generation fast alles vertreten von den Zuhörern. Das stimmt, das ist, sag ich jetzt einmal, das zeichnet auch die Blasmusik aus, weil wir jetzt da im Verein selbst keine Altersgruppen haben. Das heißt, der Jüngste mit 11 Jahren und der Älteste jetzt mit bald 85 und älter spielen gemeinsam, sage ich jetzt einmal, in einen Verein ohne eine Trennung von Altersgruppen. Es ist immer wieder jedes Jahr eine neue Freude und eine neue Herausforderung. Programmmäßig, da stehen natürlich keine Grenzen offen, also gibt es keine Grenzen, nicht? Ist eh ganz klar. Und wir freuen uns wirklich alle Jahre wieder drauf, weil einfach das jetzt schon mehr oder weniger eine große Familie ist. Wir kennen uns jetzt alle schon gut und die Probenarbeit macht natürlich Spaß. Ohrwürmer aus den 60ern bis heute luden die Besucher wieder zum Mitsingen ein. Und so gestaltete sich diese Veranstaltung wieder zu einem besonderen musikalischen Leckerbissen im Veranstaltungsprogramm der Stadt Bruck. Der Brucker Schlossberg wird als Ausflugsziel immer beliebter. Bürgermeister Koch konnte sogar Gäste aus Thailand begrüßen.
und zwar beim diesjährigen Winzerfest, das in Kooperation Stadtgemeinde und der Initiative Brucker Schlossberg, Veranstalter Harald Trummer, Weinerei im Baderhaus und Andrea Ruschka, Verein der Vierender, stattgefunden hat. Wenn man Vierender liest oder wenn man was wissen will darüber, dann denkt man an Kulinarik, Mode und Kunst und natürlich auch Wein. Das heißt, wir versuchen alles miteinander zu vernetzen und so ein nettes Fest wie heute hier miteinander zu gestalten. Wir sind ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann und sagen kann, wir wollen was Nettes machen und wir stellen das dann auf die Beine mit unseren Mitgliedern gemeinsam. Das ist unser Winzerfest. Wir haben 10 Winzer bei uns am Schlossberg heute. Kulinarik der Weinerei im Baderhaus, Live-Musik, es gibt eine Tombola. Wir haben von Ink Fashion eine Modenschau. Und das Wetter hält anscheinend und wir haben eine Freude. Wir haben verschiedene Kleinigkeiten, Kaltes vom Vitello Donato, Tafelspitz Carpaccio, Käse, ja, alles was gut zum Einpasst. Die Winzer kommen aus verschiedenen Bundesländern. Ja, das Schöne ist, dass wir einen guten Mix haben. Also es ist nicht nur Steiermark, sondern wir haben aus Niederösterreich, aus dem Burgenland, also kreuz und quer, sowohl weiß als auch rot, was einen schönen Mix macht. Ja. Das Winzerfest hat ja schon Tradition, würde ich meinen. Jedes Jahr bemüht sich die Weinerei, namhafte Winzer aus ganz Österreich hierher einzuladen. Und auch heuer sind 10 Winzer mit ihren Produkten anwesend und haben den Leuten eine Vielzahl an österreichischen Weinen anzubieten. Dazu kommt noch der Verein der Vierender mit Andrea Ruschka als Chefin, die uns eine Modenschau präsentieren werden und die auch bei der Organisation der ganzen Veranstaltung fleißig mitgewirkt haben. Das stimmt, ja. Ich bin die Yvonne Reisinger und ich bin die Inhaberin von Ink Fashion. Und Ink Fashion ist eine Retro-Vintage-Boutique aus Gleisdorf. Und wir haben zeitlose Mode und das möchten wir heute präsentieren. 4 Farben und es ist sehr fröhliche Mode. Für den musikalischen Teil ist Jazz Around zuständig. Sommer-Opening am Brucker Schlossberg von den Veranstaltungen. Hinter mir sieht man schon den ersten Bauabschnitt für die neue Gastronomie, die ja im nächsten Jahr eröffnet wird. Trotz allem, die Veranstaltungen heuer im Sommer werden stattfinden. Heute im Winzerfest, Weinverkostung, geselliges Beisammensein ist der Anfang schon gemacht. Und ich freue mich sehr, dass die Saison am Schlossberg wieder losgeht. Bürgermeister Koch und Alfred Weber überzeugen sich bereits vom Baufortschritt. Das wird ein wunderbares Projekt und der Fred Weber hat mir das jetzt nochmal erklärt, wie das dann das ausschauen wird. Und wir haben beide gemeinsam auf diese schöne Stadt geschaut. Also das wird ein wirklicher Hingucker und ein ganz besonderes Platzerl auf einem besonderen Ort. Es hat ja lang gedauert, bis der Brucker Schlossberg das ist, was er für Bruck eigentlich sein soll. Na gut, aber was lange währt, wird endlich gut, würde ich glauben. Und wenn man jetzt so den Blick da oben macht, dann glaube ich, können wir uns freuen, wenn wir da gemeinsam was zusammenbringen und ich glaube auch für die Stadt Bruck ein bisschen ein Schmankerl aufbereiten für die Zukunft. Es wird kalt in Österreich und schwieriger. Mit diesen Worten von Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried begann eine Pressekonferenz der SPÖ Bruck-Mürz-Zuschlag zu den Themen 60-Stunden-Woche und dem Thema CETA-Abkommen. Die Regierung mache Politik für Großkonzerne und zwingt die Österreicherinnen und Österreicher zum Hackeln bis zum Umfallen. Der 12-Stunden-Tag ist jetzt Wirklichkeit oder wird Wirklichkeit mit diesem Antrag und die 60-Stunden-Woche. Dazu kommt, dass der Durchrechnungszeitraum auch noch erhöht wird. Das heißt, diese Überstunden werden nicht mehr, können auch so geregelt werden, dass sie nicht mehr Geld abgegolten werden. Mehr Arbeit, härtere Arbeit, weniger Geld und einige wenige werden davon profitieren. Aber
dafür ist diese Regierung, die hat ja auch die Spenden von denen bekommen. SPÖ-Familiensprecherin Birgit Sandler kritisiert aber nicht nur den 12-Stunden-Tag bei diesem Gesetz. Es gibt auch andere Dinge in diesem Gesetz, wie zum Beispiel, dass die Ruhezeit in der Gastronomie von Seiten des Arbeitgebers verkürzt werden kann bei einem geteilten Dienst und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dann nicht mehr ihre eigenen Arbeitsaufzeichnungen machen können. Schwer in der Kritik auch das Thema CETA. Und hier ortet Nationalratsabgeordneter Jörg Leichtfried Verrat am Wähler. Es war ein Verrat an den FPÖ-Wählern, die geglaubt haben, die FPÖ wird dagegen auftreten. Ein Verrat an der parlamentarischen Demokratie, weil das Parlament in Zukunft ausgeschaltet wurde von der Regierung. Und ein Verrat am Rechtsstaat, weil Konzerne jetzt eigene Gesetze bekommen, wo sie gegen Entscheidungen klagen können, wenn normale Menschen nicht zufrieden sind mit Parlamentsentscheidungen, können sie höchstens zum Salzamt gehen. Das ist der Unterschied. Und hier kritisiert Leichtfried vor allem die FPÖ. Das CETA-Abkommen wurde ratifiziert, das heißt, die FPÖ ist so krachend umgefallen, dass das ganze Mürztal zittert. Unter dem Motto, es ist zum Weinen, verteilte die SPÖ bei regionalen Aktionen Zwiebeln und informierte die Bevölkerung über die Auswirkungen der schwarz-blauen Politik und verspricht gleichzeitig: Wir werden nicht rasten und nicht ruhen, gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung, mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten dagegen aufzutreten. Wir nehmen das nicht hin, wir werden Widerstand leisten und wir werden dafür sorgen, dass am Ende diese Regierung abgewählt wird und die Verhältnisse für Menschen, die bei uns im Bezirk leben, arbeiten und hier zufrieden sein möchten, wieder besser wird. Es soll wieder sozialer werden und vor allem soll menschenwürdige Politik wieder gemacht werden. Der arbeitende Mensch sollte im Mittelpunkt stehen und nicht immer nur die großen Konzerne, heißt es von Seiten der SPÖ. Frisch auf den Tisch heißt ein bekannter Slogan. Frisch, damit ist das Gemüse gemeint und natürlich der geeignete Markt dazu. Was ist aber frisch? Wie erkenne ich, ob das eine oder andere Gemüse überhaupt frisch ist? Frischgemüse ist zu 90% auf dem Markt erhältlich, kann man mal sagen. Weil in den Supermärkten wird oft beworben, kühlhausfrisch. Das ist eine andere Frische als wie erntefrisch. Und erkennen tut man es ganz leicht beim Salat zum Beispiel. So heller der Stängel ist, so frisch ist der Salat. Zum Beispiel, so wie sowas. Oder sonst beim Gemüse, es muss einfach leuchten. Sobald das Gemüse einen faden Touch kriegt, ist es natürlich nicht mehr frisch. Ist sicher genießbar, aber halt nicht diese Frische und es schmeckt anders. Da gibt es ja natürlich auch noch ein Thema, das Vertrauen. Ihr Gemüse, das Sie hier eben am Markt in Bruck anbieten, ist ja nicht mit Ablaufdatum und so weiter versehen, sondern da muss ich hingehen und sagen, ich glaube dem Herrn, der macht das schon richtig. Ja, das ist schon ganz wichtig. Deswegen ist auch wichtig, dass am Markt nicht nur Verkäufer stehen, sondern auch der Produzent, der Rede und Antwort stellen kann, den Kunden. Und man sieht das zum Beispiel bei so einem Bohnenschoten, wenn man die auseinanderreißt und man sieht, dass das schön grün sind und nicht ausgetrocknet drinnen, weil sie schon so lange im Supermarkt liegen zum Beispiel, kann die schönste, frischeste Bohne beworben nicht gut sein, aber bei uns ist sie wirklich erntefrisch. Und natürlich, wenn ich sage, das ist super gut, dann sagen die Leute, ja, dein glaube ich. So weit sind wir mittlerweile nach 26 Jahren, wenn wir am Bruck machen, scheint, dass das Vertrauen da ist. Und das ist sicher ganz, ganz wichtig. Und wie lange hält sich denn zum Beispiel Obst, ein Apfel? Ein Apfel, wenn man ihn in den Kühlschrank gibt, das kommt jetzt darauf an. Bei diesen Temperaturen ist es natürlich in der normalen Temperatur, was in der Küche hat, 22, 23 und noch mehr Grad, ist er nicht so lang haltbar. Aber wenn man ihn in den Kühlschrank gibt, ist das kein Problem, wenn man den 10, 14 Tage aufkühlt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber im Obstkorb, in der Küche, da würde ich mal sagen, 4, 5 Tage und dann kriegt er schon ein Runzeln und dann wieder halt, dann altert er schon. Es gibt ja Gemüse- und Obstsorten, die mehrere Male im Jahr Saison haben. Ja, ein Erdbeer kann zweimal im Jahr auch Saison haben, im Frühjahr und im Herbst meistens.
Der Durchlauf der Ernte ist eher selten. Beim Gemüse ist es so, von zweimaliger Saison könnte ich jetzt gerade momentan nichts sagen. Bei uns ist durchlaufend, wir haben immer Buntkarotten, weil wir durchlaufend ansehen, immer frischen Salat. Kommen die Leute zu Ihnen und fragen, was soll ich denn kochen, welches Gemüse soll ich denn verwenden, welches Obst soll ich denn als Beigeschmack mitgeben? Ja, Obst weniger, weil wir Obst nicht mehr da so kompetent sind, da ist der Nachbar mehr. Aber beim Gemüse ist schon so, dass oft gute Ratschläge schon gut befolgt werden und dann froh sind darüber, dass sie es kriegen. Können Sie selbst gut kochen? Ich bin ein großer Genießer und ein bisschen weiß ich Bescheid über das Kochen, aber ich frage dann oft die Frau, wo, wie, was, wann. Dadurch kann ich da ein bisschen Antwort geben. Aber eigentlich bin ich ja ein guter Verwerter, ein guter Esser. Futterverwerter. Ja, und vor allem, ich sage, das sollte man nie vergessen, das Genießen, das ist wirklich ganz wichtig. Und auch ein gutes Achterl Wein dazu, weil manche sind das selbst in Einzelnen. Ich sage immer zu einem guten Essen, ein Glas Wasser, da gehört ein gutes Achterl Wein dazu oder ein Schluck Bier oder was. Also mit Genuss halt essen und trinken, ist schon wichtig. Ja, es gibt wohl kaum etwas, wo man sagen kann, dem ist kein Kraut gewachsen. Aber das Kraut, das in unserer Gegend wächst, ist ein besonders gutes Kraut. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich hier einzubringen, lesen, schreiben, sehen, denken. Und gerade die Deutschklassen, die jetzt installiert werden sollten, haben hier alles zu bieten, was man nur bieten kann. Das Konzept, das jetzt neu kommen wird, sieht vor, dass Kinder, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dass sie dem Unterricht folgen können, in eigenen Klassen zusammengefasst werden. Das ist der Plan der Regierung. Aber da gibt es Probleme. Es ist ja noch nichts ausgereift. Es gibt noch keine Lehrpläne dafür, es gibt noch kein Lehrpersonal und es gibt vor allem viel zu wenig Geld. Also zwei Sachen stimmen nicht ganz. Also wir sind ja erfahren, gerade in unserer Region mit Zuwanderung und auch von der Flüchtlingssituation betroffene Region gewesen. Das heißt, wir haben ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten können. Die Lehrerinnen sind da. Was wir aber nicht haben, und da gebe ich Ihnen recht, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sodass wir auch wirklich die Konzepte jetzt auch umsetzen können. Und wie weit sind Sie gediehen, die Pläne? Ja, wir sind vorbereitet. Also wir haben Standorte, wo man sagen kann, das sind quasi eine überschaubare Anzahl von Kindern. Das werden wir gut bewältigen können. Für die Schulen, die eine hohe Anzahl haben, da wären wir froh, wenn wir den Rahmen schon hätten. Denn da bedarf es auch eine kluge pädagogische Umsetzung, sodass wir sagen können, ich hoffe, dass der Freiraum für die Schulen so ist, dass wir autonom kluge Konzepte gestalten dürfen. Es ist ja nicht nur die Sprache, es ist ja auch die Mentalität dieser jungen Leute, die zu schaffen macht. Naja, zu schaffen. Wir wissen, dass wir hier besonderes Augenmerk legen müssen. Es sind die Schulen gut vorbereitet im Sinne, wie leben wir klug und gut gemeinsam miteinander. Wir haben hier sehr viele Projekte, VoxMe zum Beispiel, das ist eine eigene Plattform, ein eigenes Zertifikat für Schulen mit vielen Gruppierungen und unterschiedlichen Nationalitäten, die sagen, es ist unser Auftrag, bunt ist Vielfalt, bunt bedeutet Herausforderung, bunt ist aber auch gut. Jetzt geht es noch darum, im Herbst beginnt wieder ein neues Schuljahr. Was kommt denn alles auf Sie zu? Besonders spannend wird jetzt der Weg in die Schulautonomie. Also die Bildungsreform lässt ja sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum den Schulen zu. Immer mehr, also angefangen von der Personalplanung, das heißt auch das Hereinholen von Lehrerinnen. Schulen schreiben ja Stellen jetzt mittlerweile selber aus, beziehungsweise auch die pädagogischen Konzepte werden sich freier an die örtlichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Kinder orientieren. Das gehört gut vorbereitet und gut auf den Weg gebracht. Und da beginnen wir jetzt damit. Und man muss natürlich auch viel Freude haben für diesen Beruf. Man muss die Kinder mögen.
Die Kinder sollten auch die Lehrer mögen. Nein, selbstverständlich. Also jeder, der mit Kindern arbeitet, weiß, wie wunderbar das ist, aber auch wie herausfordernd das sein kann. Und das ist die Grundbedingung des Jobs, sage ich einmal, die Liebe zu den Kindern und die Arbeit mit Menschen prinzipiell, weil wir ja nicht nur, wir haben einen Auftrag, das Lernen selbstverständlich, aber wir haben ja auch einen Auftrag, das Menschliche und das Soziale miteinander. Können Sie sich vorstellen, es gibt da und dort natürlich Behauptungen, dass die Leute wollen nicht in die Schule gehen, die jungen Leute. Die werden auch von den Eltern und Großeltern dahingehend geprüft. Also wenn Sie sich in einer Volksschule anschauen, mit welcher Begeisterung die Schulanfängerinnen kommen, also das ist entzückend. Also wenn man sieht, hoppala, die Begeisterung ist da. Und das ist dann quasi der Auftrag an Schule, diese Begeisterung fürs Wissen, Lernen, Zuwachs zu erhalten, möglichst lange, damit das nicht passiert, dass Sie sagen, lernen, weil lernen müssen wir alle lebenslang. Wie gut sind Sie aufgestellt im Bezirk Bruck an der Mur? Personalplanerisch sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir hoffen, dass jetzt bald die Rahmenbedingungen kommen für die Sprachklassen sozusagen, damit wir das Konzept fertig haben und dann, dass wir dann gut starten können im Herbst. Die Gewerkschaft droht ja da und dort mit Streik, wenn das nicht in Erfüllung geht, was Sie sich vorstellen. Ist Streik ein probates Mittel? Es ist ein Mittel, das möglich ist in unserer Gesellschaftsform und es obliegt der Gewerkschaft, das zu entscheiden. Ich bin in dem Sinne eine Arbeitnehmervertreterin, sage, wir versuchen möglichst gut alles zu richten und zu sagen, dass wir gut starten können, aber das obliegt der Gewerkschaft. Wollen wir den Kreis schließen und die Frage wieder einmal stellen, wie sieht es denn mit dem männlichen Lehrernachwuchs aus? Nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe im Volksschulbereich einige junge männliche Kolleginnen und Kollegen jetzt hereinbekommen, die hervorragende Arbeit machen. Ich hoffe, es bleibt so und der Zuwachs wird größer. So, und jetzt freuen wir uns auf die Ferien und dann freuen wir uns wieder auf das Schule gehen. Es ist immer für Freude gesorgt. Die WKO Steiermark und Tour. Am 12. Juni 2018 war der Bezirk Bruck mit Zuschlag Ziel der WKO und Tour. Es wurden einige Betriebe besucht, um sich vor Ort im Gespräch mit den Verantwortlichen einen Überblick zu verschaffen. Wir haben bei uns in der Region, kein Wunder, im Metallbereich begonnen worden, unter anderem bei Franziskone Edelstahltechnik, haben uns Sägebänder bei Vicus angeschaut, sind dann in Richtung Dienstleistung gewechselt bei einer Übersetzerin, sind jetzt hier in der Zimmerei Hovo und haben ein bisschen Handwerker und Künstler gehabt. Wir waren auch beim Gregor Wechselberger, dem Gold- und Silberschmied. Die WKO Steiermark ist stets bemüht, mit den Unternehmungen in Kontakt zu treten, Fehlentwicklungen aufzuzeigen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Resümee der heutigen On-Tour. Die Firmen, egal ob es aus dem Holzbereich, wo wir gerade jetzt sind, oder aus dem Metallbereich, sie haben gute Geschäftsentwicklungen, sie haben eine vernünftige Kundenentwicklung und sind eigentlich im Grunde genommen sehr zufrieden. Was wir auch gesehen haben, ist, dass doch der eine oder andere sehr intensiv auch mit den Leistungen der WKO hier im Bezirk sehr zufrieden ist und hier zusammenarbeitet. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass einige ein Problem ansprechen, das sind die Facharbeiter und Facharbeiterinnen, da gibt es einen Mangel. Mit dabei auch Regionalstellenobmann Erwin Fuchs, selbst Unternehmer eines Installationsbetriebes, weiß, wie wichtig der Kontakt zu den Wirtschaftstreibenden ist. Naja, weil wir schon lange darum bitten oder kämpfen, dass man sagt, okay, es soll ein bisschen einfacher werden, die Gesetzesflut soll man ein bisschen zurückschrauben, aber der hoffen wir, dass einiges gelingt. Es ist ja schon jetzt was gelungen. Jetzt mit der neuen Regierung, die nehmen das jetzt doch sehr ernst. Und da ist es, sind wir schon gefordert, auch als Wirtschaftskammer da dagegen zu halten und wieder das auf ein normales Maß zurückzuschrauben. Sorgen bereitet der Facharbeitermangel. Aber ohne Lehrlinge keine Facharbeiter, oder? Ja, das ist richtig und ist es so, wir sind auch Land auf, Land ab unterwegs, das zu trommeln bzw. den Eltern oder den Schulen das mitzuteilen und sagen, bitte, auch die Lehre hat einen hohen Stellenwert. Natürlich wollen wir der Schule da nicht Konkurrenz machen und umgekehrt, die Schule nicht uns, aber der Trend ist zumindest einmal so, dass jetzt
ein leichter Aufwärtstrend erkennbar ist. Wir brauchen aber speziell hier in der Region, im Mürztal, in der sogenannten Hochsteiermark, mit unseren tollen Industriebetrieben, mit unseren tollen Wirtschaftsbetrieben und Handwerksbetrieben, brauchen wir sicher noch mindestens den 10-15%igen Zuwachs, damit wir auch mit entsprechender Qualität dann die nächsten Jahre abarbeiten können, damit wir die Leute gut ausbilden können und dass wir hier keine Lücke bekommen. Ja, wir sind sehr intensiv dabei, einerseits die Jugend davon zu überzeugen, dass die duale Ausbildung eine sinnvolle Ausbildung ist, dass Facharbeiter und Facharbeiterinnen in der Zukunft sehr, sehr gute Chancen finden, sowohl was ein Arbeitsplatz, Sicherheit als auch Einkommen anbelangt. Wir haben mit dem Talent Center eine Berufsorientierung geschaffen, ein Testsystem für Jugendliche, 14-Jährige, 15-Jährige, die mit der Schulklasse kommen und irgendwie ein bisschen sich anschauen können, wo bin ich talentiert und welchen Beruf soll ich wählen mit meinen Talenten, mit meiner Persönlichkeit. Dann werden wir die Euroskills, die Europameisterschaften der Berufe, im Jahr 2020 nach Graz bringen, um auch wieder die Facharbeiterausbildung und die Berufsausbildung mehr in den Vordergrund zu rücken und insgesamt auch in unserem Wirtschaftsförderungsinstitut sehr, sehr stark die Weiterbildung forcieren in Richtung, was sind die neuen Anforderungen. Diese ganze Digitalisierung stellt enorme Anforderungen für uns. Wir werden sie meistern. Für tüchtige Leute sind das große Chancen, aber mit unserem Wifi und mit unserem Bildungsangebot werden wir das unterstützen müssen und das tun wir auch. Wer sich in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin aufhält, wird etwas Besonderes bemerkt haben. Nicht für alle, denn sie gehen normalerweise vorbei, aber sie werden eingeladen, die romantischen Hinterhöfe der deutschen Bundesstadt zu erleben. Und sie werden es nicht glauben, auch Bruck an der Mur hat Gleiches zu bieten. Und viele werden der Einladung folgen, auch in Bruck die Hinterhöfe der romantischen Zeit zu genießen. Wenn wir da jetzt sind, in diesem wunderbaren Innenhof, von denen wir einige haben und vielleicht auch durchaus von Berlin abgekupfert, da man hin und wieder wirklich sich wunderbar aufhalten kann, in wunderschöner Stimmung einen Nachmittag, einen Abend verbringen kann, da sieht man, wie viele Perlen diese Stadt zu bieten hat. Man muss sagen, dass Bruck natürlich immer wieder mit neuen Ideen aufwartet und von der Bewegung der Stadt Bruck und der Menschen hin zur Beruhigung. Absolut, ein Stück weit auch Entschleunigung. Wenn man da reinkommt, dann merkt man, dass es leiser wird, obwohl wir mitten in der Stadt sind, dass es ruhig ist. Das Gemäuer strahlt auch etwas ganz Besonderes aus mit diesen wunderschönen Arkaden. Ein Stück Entschleunigung schadet uns allen nicht in dieser Zeit. Und was werden die Höhepunkte dieser Darbietungen sein? Na, wir werden, unsere Musikschule wird Darbietungen entsprechend machen. Viele verschiedene Ensembles werden spielen. Wir haben ja ein reiches kulturelles Leben und da ist es ganz sicher einer der Höhepunkte. Eingeladen sind natürlich nicht nur die Brucker, sondern Menschen außerhalb der Stadt, des Landes, ja, Europas. Jawohl, kommt zu uns. Wenn man an Sie herantritt und Sie sind der Kulturreferent und die Frage stellt, wozu brauchen wir Kultur? Was antworten Sie darauf? Ich habe einmal ein interessantes Zitat gehört, das hat gelautet, Kultur ist Respekt. Kultur bedeutet die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aber auch das ganz Besondere und auch die Alltagskultur ist etwas Wichtiges. Und so ist es eine Kernaufgabe der Stadt, kulturell etwas anzubieten, woran alle teilnehmen können und nicht nur die, die sich leisten können. Und eins ist mir auch wichtig, da gibt es einen Begriff, der heißt die Sensationen des Alltags. Also die immer ein bisschen wieder zu entdecken, wie diesen Innenhof, auch das ist Kultur. Und die Kultur natürlich hat noch einen Aspekt. Es gibt ja auch die Streitkultur. Da bin ich natürlich auch bereit. Die Streitkultur muss aber auch gepflegt werden. Der reine Streit ohne Kultur ist es nicht wirklich. Aber zum Streiten gehört auch eine gewisse Art der Kultur, das stimmt. Sie sind ja Bürgermeister und Kulturreferent in Person. Macht Ihnen das Spaß? Das macht mir absoluten Spaß und wir haben jetzt gestern auch über das neue Kulturprogramm gesprochen, da ist wieder unglaublich viel dabei für Jung und Alt, für Groß und Klein, aus allen Bereichen der Kunst und des Kulturschaffens. Sie können gespannt sein. Besteht
Inflationsgefahr? Nein, Inflation nicht. Es gibt ja derartig ein breit gefächertes Angebot und da ist für jeden etwas dabei. Also Bruck an der Mur, die Hinterhöfe etwas zum Hören und Schauen. Zum Hören und zum Schauen, genau. Man kann sich gar nicht trennen von diesem wunderbaren Ambiente der Brucker Hinterhöfe. Schauen Sie her, schauen Sie sich's an und genießen Sie mit. Andreas Gamsjäger hat Gäste ins McDonalds-Restaurant Bruck an der Mur eingeladen. Grund dafür, McDonalds-Franchise-Nehmer Andreas Gamsjäger setzt auf Tischservice. Bereits seit 12. Juni ist das McDonalds-Restaurant Bruck an der Mur übrigens das erste in der Steiermark, das auf Tischservice umgestellt wurde. Dabei können Gäste ihre Bestellung wie gewohnt am Selbstbedienungsterminal oder an der Kasse aufgeben und gleich darauf ihren Sitzplatz wählen. Kurze Zeit später serviert ein McDonalds-Mitarbeiter die frisch zubereitete Bestellung am Tablett direkt an den Tisch. Wir sagen danke McDonalds Bruck an der Mur, wir sind wieder mal die Ersten in der Steiermark, die so etwas anbieten können. McDonalds Bruck an der Mur bietet als Erste in der Steiermark den Tischservice an und das ist natürlich eine tolle Innovation. Wir haben 80% der Gäste, die direkt am Terminal bestellen. Der Vorteil ist, man bestellt am Terminal, man kann mit Kreditkarte bezahlen, nimmt sich den Tent heraus, setzt sich an den Tisch, ein paar Minuten später wird das Essen frisch und individuell zubereitet, so kann man es ja am Terminal machen, dass man den Zwiebel zum Beispiel draußen lässt, dass man sich Tomaten reingibt, Jalapenos reingibt, so kann man individuell seinen Burger gestalten und dann wird das alles noch an den Tisch gebracht. McDonald's geht immer mit der Zeit, auch der Andi Gamsjäger lässt sich immer wieder was Neues einfallen, beziehungsweise ist bei den McDonald's in Österreich vorne mit dabei und der Tischservice ist ein tolles Service für alle Kunden, für jung und alt und wird sicherlich sehr gut angenommen werden. Das neue Tischservice im McDonald's Bruck an der Mur ist ein weiterer Schritt, noch näher am Gast zu sein. Jung und auch Ältere werden sich darüber besonders freuen. Das Café Schloffer in der Brucker Mittergasse bietet nicht nur Kaffeegenuss, sondern auch Kunstgenuss. Ausdrucksstarke Bilder mit Ölkreide, Farbstifte auf Papier des Brucker Hobbykünstlers Peter Zischek sind dort zu bewundern. Wir haben seit sehr vielen Jahren in Wahrheit, bieten wir hier im Café auch die Plattform, Künstler sich darstellen zu können und das wird auch natürlich angenommen und es waren ja doch einige Künstler schon in diesem Haus. Jetzt haben wir, wie gesagt, den Peter Zischek bei uns ausgestellt und Sie sehen ja, es wird angenommen, wird viel diskutiert im Haus und man sieht, man nimmt auch wahr, wie viel kunstinteressierte Kaffeetrinker eigentlich auch unterwegs sind, weil das immer wieder auch ein Thema ist, hier beim Kaffeeschüttel, beim Kuchen, bis hier über Kunst zu sprechen. Peter Zischek, Jahrgang 1948, war auch Gründungsmitglied des Brucker Künstlerbundes im Jahr 1993, Förderer des Brucker Literaturkreises, Mitgestalter der regionalen Beißelszene als Klavierinterpret, Sänger und Rezitator und nicht zuletzt auch Initiator und Organisator der von der Stadtgemeinde seit vielen Jahren durchgeführten Veranstaltungsreihe Schaut's Hör. Ja, vor allem ist es für mich eine Freude, dass der Herr Gutsche mir die Möglichkeit gibt, einige meiner Bilder hier auszustellen und mich hier zu präsentieren. Und das gibt mir eine gewisse Genugtuung und Freude, so wie das Malen und das Gestalten von Bildern mir auch eine Freude und eine innere Zufriedenheit gibt. Sie sind ja sehr vielseitig. Wie ist es, Bilder zu malen, eigentlich gekommen? Na ja, gut, ich war Hauptschullehrer. Unter anderem habe ich das Fach Musikerziehung und vor allem bildnerische Erziehung auch gehabt. Und im Inneren des Menschen gibt es ja diese kreative Energie bekanntlich.
Und manche verschütten sie immer mehr und manche kramen sie dann aus im Laufe ihres Lebens. Was inspiriert und motiviert Sie? Ich glaube mal, die Freude überhaupt am Tun und die Kraft der Farbe. In dem Fall ist das Treibende und dann die Bewegung und das Zusammenwirken von Farbe und Form. War es immer schon so Ihre Stilrichtung? Nein, war nicht immer so. Das war in dem Fall, bei diesen Bildern ist das der Fall. Sonst ist die Linie immer, wie früher, vor 10, 15 Jahren, war nur die Linie entscheidend. Und da vor allem der Kopf und das Gesicht. Und hier in dem Fall ist also die Farbe. Und es sind ja, wie man sieht, die Grundfarben meistens, nicht, die ich da umsetze in, wie gesagt, in Bewegung oder auch in Formen. Und jeder kann natürlich dann aus diesen Farben herauslesen und aus diesen Bildern, wie sie ihn ansprechen und was sie davon halten, ob sie ihm gefallen, ob sie, ja, jeder sieht etwas anderes, nicht, in einem Bild. Im Café Schloffer in der Brucker Mittergasse gibt es also Eisspezialitäten, Kaffee sowie Brötchenservice und kunstvolle Bilder von Peter Zischek. Stadion in Dimlach gab es neben Fußball auch gleich jede Menge Strandgefühle, die zugleich einem guten Zweck zugute kamen. War wie ein Helden- und Legendenspiel veranstaltet. Das hat den ersten Zweck gehabt, dass Spieler aus Dimlach, Funktionäre, alle Leute, die irgendwie einmal was mit dem Verein zum Tun gehabt haben, da zusammengekommen sind. Und der zweite Sinn war, dass wir das für einen guten Zweck machen, weil es uns alle gut geht in Wahrheit. Alle, die da von Dimlach weg sind oder noch immer da sind. Und da haben wir für einen ehemaligen Mitspieler von uns, dessen Tochter an einer Gen- oder Erbkrankheit leidet und immer wieder Therapien braucht, natürlich auch Charity-Veranstaltungen draus gemacht, haben von den ganzen Sponsoren, die da rundherum bei uns am Platz zu sehen sind, Spenden eingesammelt, es geht da ein Betrag für einen guten Zweck weg und wir haben auch noch Spenden von den ganzen Zuschauern so gesammelt. Wie ist es dazu gekommen, dass man die Olivia ausgesucht hat? Naja, wir haben, also der Fabian, Christian und ich haben uns vor, sage ich mal, 3 Monaten einmal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen dieses Event, dieses Helden- und Legenden-Match etwas größer aufziehen. Wir wollen diesen ASC-Gedanken, also A für Austausch, S für Sport und C für eine Charity-Aktion, für einen sozialen Härtefall, mehr oder weniger, dass man das da eben diese, dass man es größer aufziehen, einen Sponsoren gewinnt. Und die Olivia ist halt, weil der Patrick Wohlmuth ein ehemaliger Spieler von uns ist, von Rapid Kapfenberg oder Amateure Kapfenberg. Und so ist halt das entstanden. Und natürlich durfte zur guten Stimmung die passende Musik nicht fehlen. Ihr seid eine Band und unterstützt das Ganze? Ja, also als einheimische Dimlacher sowieso und als Unterstützer vom Verein der Jugend haben wir uns das Datum zurechtgelegt und haben uns entschieden, dass wir das heute machen. Und wir sind Kinky Slinky und wir tun das gern. Und wir sind am 30. auf der Fußdoller. Wer fit nur ist, dass er da raufkommt, kann da auch dazu beitragen. Und was für Musik hört man von euch? Alles, was du am Strand tanzen kannst und keinen Bretterboden dazu brauchst. Kinky Slinky. Neben der Spendenaktion für eine gute Sache, bei der ein namhafter Betrag für die kleine Olivia gesammelt werden konnte, gab es reichlich gute Stimmung und so wurde noch lange gefeiert, was für einen echten Fußballfan ohne dies Ehrensache ist. We'll be right back.
Ford EcoSport, wie für Sie geschaffen. Das Interieur des neuen Ford EcoSport vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität. Die erhöhte Sitzposition bietet einen ausgezeichneten Überblick. Heute darf ich Ihnen im Autohaus Huber den neuen Ford EcoSport präsentieren. Den neuen Ford EcoSport gibt es mit 3 umweltfreundlichen Benzinmotoren und einem Dieselmotor. Jedes Detail des neuen Ford EcoSport wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen das Fahren so angenehm wie möglich zu machen. Der Ford EcoSport ist ab 14,99 erhältlich und es gibt ihn ab Mai auch als Allradfahrzeug. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie überzeugen, einen Ford EcoSport vom Autohaus Huber Kapfenberg zu fahren. Er ist außergewöhnlich anders, der neue Kia Stonic. Der neue Kia Stonic wurde für all jene entworfen, die mit jeder Fahrt ein echtes Abenteuer erleben möchten. Aerodynamische Linien und ein verwegener Grill unterstreichen seine Individualität. Endlich ist er da, der neue Kia Stonic, unser neuer Crossover aus der Kia-Familie. Der Innenraum des Kia Stonic bietet ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Den neuen Kia Stonic gibt es mit 3 Benzinmotoren und einem Dieselaggregat. Auch eine Automatikvariante wird folgen. Der Einstiegspreis liegt bei 15.500 Euro hier in Österreich. Vereinbaren Sie eine unverbindliche Probefahrt bei Kia Huber Nickersdorf. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Wie heißt es so schön bei Start-up-Fahrschule Harry in Kindberg? Von Null auf Harry in 0,nix. Wir bringen dich da durch. Wo melde ich mich an? Bei mir im Büro oder auf www.startup-harry.at. Wir sind nicht nur Ansprechpartner für alle Führerscheinklassen vom Moped bis zum LKW, sondern auch für Berufskraftfahrer, Ladekrankkurse und Staplerkurse. Ein engagiertes Team unterstützt Sie. Einfach los. Fahrschule Startup Harry Kindberg. Die Fahrschule ganz in deiner Nähe. Boah, wie ein Frierer. Ja, gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. Zum Abschluss der Frühjahrsmeisterschaft haben wir ein tolles Relegationsspiel um den Aufstieg und Abstieg der Landesliga. Und da trifft Kindberg, der Tabellenzweite der Oberliga Nord, auf den Tabellenvierzehnten der Landesliga, auf den SC Liezen. Und wir dürfen da ein heißes Match erwarten. Favorit ist natürlich der SC Liezen. Aber die Kindberger haben eine tolle Frühjahrssaison gespielt und wollen da heute einiges mitnehmen. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Guter Besuch bei diesem Relegationsspiel zwischen Kindberg-Mürzhofen und SC Liezen. Die U12-Mannschaft von Kindberg-Mürzhofen ist ja in ihrer Klasse Meister geworden im Gebiet Mürz und begleitet die beiden Mannschaften aufs Spielfeld. Schiedsrichter heute Andreas Kollecker, ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung. Kindberg in Blau-Weiß-Spielern versucht es da mit einem Chinaschuss.
Kindberg bleibt dran, entblößt da die Litzenabwehr und nach Reingabe verwertet Rosenberger zum 1:0 für die Kindberger. Toller Auftakt, schönes Tor. Nach Kindberg-Torschuss und schlechter Abwehr vom Litzenkeeper Castillo erhöht Hoppel zum 2:0 mit Kopf. Der Jubel natürlich groß bei den Heimischen. Sebastian Auer bringt mit diesem Tor Litzen auf 1:2 ran. Mit diesem wunderschönen Gewaltschuss. Was für ein Treffer. Dient zur Einstimmung zur WM. Aber gleich darauf folgend nach Eckball erhöht Kindberg auf 3:1. Der Torschütze für Kindberg, Florian Meierhofer. Breitler verhindert kurz vor der Pause noch einen Litzentreffer. Mit diesem 3:1 geht's in die Halbzeit. Kindberg hat eine ganz starke erste Hälfte gespielt. Die Führung verdient. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Litzen kommt nach Auffingerkabinenpredigt so richtig in Fahrt. Da merkt man, die Gäste wollen den Anschlusstreffer. Und dann gibt's auch schon das Litzentor zum 2:3, der Torschütze Josipovic. Auch der Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten. Josipovic drückt ein zum 3:3. Nun wird's für Kindberg eng. Litzen drückt aufs Gas, kommt da in Hälfte 2 zu guten Torchancen und das bringt natürlich Tore. Sebastian Auer versenkt da mit diesem Weitschuss im Kindberg-Tor zum 4:3 die Kugel. Nun gibt's Elfer für Litzen und Knefz verwertet da diesen Strafstoß zum 5:3 für die Gäste. Alexander Adelmann Kindberg hat sich bei diesem Zusammenstoß verletzt, kann nicht weitermachen. Alles Gute, Alex. Hoffentlich ist das Ganze nicht so schlimm. Gine hat dafür Kindberg noch eine Chance, rollt da diesen Flachschuss am langen Eck vorbei. Aber die Lietzener nehmen nochmal die Kindberg-Abwehr auseinander, setzen da den Schlussstrich zum 6:3 Endstand. Kindberg-Mürzhofen gegen SC Lietzen 3:6. Der Treffer zum 6:3 für unsere Gäste aus Lietzen. Torschütze mit der Rücknummer 20, Dominik Knef. Am Samstag gibt's in Lietzen das Retourspiel. Stimmen zum Spiel. Was sagt der Heinrich Wallner SC Lietzen zu diesem deutlichen Sieg da in Kindberg? Ja, am Anfang hat es nicht so deutlich ausgeschaut. Die erste Halbzeit hat eigentlich so angefangen, wie die ganze Saison oft war. Wir haben, glaube ich, einen kleinen Rückstand, 2:0. Dann haben wir so Klick in den Ausgleich geschossen und dann waren wir wieder hinten. Und dann haben wir uns gedacht, das geht so weiter. Aber zweite Halbzeit hat man wirklich eine ganz starke Partie gespielt. Ja, wir haben einfach gesagt, wir müssen mehr Fußball spielen. Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, das haben wir mit 5:0 in der zweiten Halbzeit haben wir das bewiesen, dass wir es doch ein wenig können. Man kann natürlich schon fast sagen, die Liga-Zugehörigkeit natürlich mit diesem Sieg, kann man sagen, schon gesichert. Ja, wir haben einen großen Schritt gemacht, wir müssen schon ein bisschen am Boden bleiben. Aber ich denke schon, dass wir es auch in Lietzen daheim schaffen, mit dem Publikum wieder im Rücken. Und da werden wir einen gebührenden Abschluss machen und den Verein in der Landesliga halten. Ja, René, erste Halbzeit hat es noch gut ausgeschaut, da waren wir ganz gut im Spiel, aber zweite Halbzeit ist die Kindberger Mannschaft ein bisschen auseinandergefallen. Warum? Ja, im Prinzip, erste Halbzeit haben wir das umgebracht, was wir eigentlich kennen. Aber zweite Halbzeit ist dann genau das Thema, was wir die ganze Saison haben. Wir schießen eigentlich immer 2 bis 3 Tore, haben in der ganzen Rückrunde so zusammengebracht, aber wir kriegen einfach zu viele Tore hinten. Und das fängt aber nicht bei den Verteidigern an, sondern da muss die ganze Mannschaft mitarbeiten. Und ja, wenn man dann so in eine Relegationsspiele geht und dann daheim 6 Tore kriegt, dann braucht man nicht weiterhin. Es ist natürlich schade. Kindberg hat eine gute Frühjahrsmeisterschaft gespielt, war wirklich top da. Und heute halt gegen einen Lietzner Gegner, der was da die Landesliga-Erfahrung hat, hat man müssen heuerlassen. Ja, da sieht man genau den Unterschied. Also da sieht man genau, was uns Kindberg noch fehlt, damit man in die Landesliga kommt. Das ist mal der erste Schritt, aber das Schwierige wird dann sein, dass sie sich dann irgendwann dort halten können. Aber heute haben wir genau den Unterschied gesehen und Litzen hat verdient, auch so hoch gewonnen.
Ja, und wir zwei kommen ja demnächst wieder zusammen. Du bist jetzt in Kapfenberg Co-Trainer und da sehen wir uns ja wieder. Ja, genau. Also ich freue mich richtig drauf, wieder mit Kurt wieder zusammenarbeiten, so wie früher, vor ein paar Jahren noch. Aber jetzt bin ich dabei noch in Kindberg. Wir haben noch ein Spiel in Lietzen zu bestreiten. Da werden wir trotzdem noch probieren, was geht, auch wenn es schwierig wird. Aber ja, war eine super schöne Zeit da. Das eine Jahr war wirklich super. Mit dem zweiten Platz braucht man nicht schimpfen. Ja, Relegation ist ein eigenes Thema, aber da fehlt es trotzdem noch ein bisschen. Fußball in aller Munde. Die Weltmeisterschaft in Russland wurde gestartet. Österreich ist nicht dabei, wie wir leidvoll erkennen mussten. Aber es kann ganz spannend werden. Ob alle wirklich fußballbegeistert sind, das werden wir zum Teil jetzt auch von den Leuten erfahren. Fußball-Weltmeisterschaft, wer wird Weltmeister? Das ist mir aber wurscht. Interessiert mich überhaupt nicht. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gestartet. Interessiert mich überhaupt nicht. Nicht? Nein. Sie ahnen auch nicht. Ich habe keinen Bezug zum Fußball. Ne? Wer wird Weltmeister? Der Beste. Und wer wird das sein? Kann man nicht sagen, da gibt es so viele Favoriten. Ich glaube, da eine Prognose zu stellen, ist, glaube ich, sinnlos, weil die Deutschen sind meiner Meinung nach nicht mehr so stark, wie sie einmal waren. Und die anderen sind auch alle relativ stärker geworden im Vergleich zur letzten Weltmeisterschaft. Also der Ausgang ist vollkommen offen. Und einige wichtige fehlen ja, wie zum Beispiel Italien und Holland. Richtig, ja. Das war ja das Feuer natürlich. Und die waren auch immer, weil sie ja Kampfmannschaften waren, weil sie ja Turniermannschaften waren. Auch die Holländer waren immer Turniermannschaften, so wie die Deutschen. Aber man kann es nicht sagen. Man wird sich überraschen lassen, das ist, glaube ich, gescheiter. Was glaubst du? Du hast ja im Nationalteam gespielt. Österreich ist leider nicht dabei bei der WM. Wir sind nur Zuseher. Aber was glaubst du, wer wird Weltmeister? Ich glaube Brasilien. Warum? Ja, was für mich einen sehr guten Fußball spielen, technisch gut sind, sehr gut umschalten können, ja, und auch sehr stabil sind. Heute beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Was glaubst du, wer wird der neue Fußball-Weltmeister? Boah, das ist auch schwer zu sagen so im Vorhinein. Ich habe jetzt da, ja, schwierig Tipps abzugeben, aber ich sage mal, dass die Deutschen trotzdem immer eine gute Turniermannschaft waren und sicher ein heißer Favorit da sind. Aber ich habe jetzt auch das Spiel jetzt die Brasilianer gesehen, die einen sehr guten Kader haben. Also ja, im Vorhinein ist es immer schwer zu sagen, aber ich glaube, dass das so zwei Mannschaften sind, die sicher eine Favoritenrolle darstellen. Was glaubst du, wer wird Fußball-Weltmeister 2018? Wow, es sind viele gute Mannschaften, Deutschland, Brasilien, Frankreich. Ja, meiner Meinung nach ist, glaube ich, Frankreich der Geheimfavorit, würde ich nicht sagen. Er ist einer der Mitfavoriten, aber meiner Meinung nach glaube ich, dass das Frankreich das Jahr auch holen wird. Die kurze Sommerpause ist für die Kapfenberger Fußballer zu Ende. Kapfenberg-Trainer Kurt Ruß hat mit den Falken die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Wir haben uns ein bisschen im Feckete-Stadion umgeschaut und ein paar Interviews eingefangen. Kurt Ruß ist als Kapfenberg-Trainer zurückgekehrt, ist jetzt Cheftrainer. Was war denn der Beweggrund? Ich wollte wieder in die erste Reihe und ja, und da habe ich die Möglichkeit wieder vorne zu stehen und was zu bewirken und ja, auf die Aufgabe freue ich mich schon. Ja, und das ist ja keine leichte Aufgabe, aber wenn man in Kapfenberg was macht und es trägt Früchte, dann ist man im Blickfeld. Ja, das auf jeden Fall. Es wird sicher nicht einfach, eh schon wie du gesagt hast, aber ich glaube einfach, wenn alle zusammenhalten, ist es halt wichtig, dass alle auf einen Strang ziehen und wenn wir das zusammenbringen, dann ist sicher vieles möglich in Kapfenberg. Ja, die Kaderplanung, die läuft ja noch, aber eins kann man schon sagen, es wird eine ganz junge Mannschaft um Kapitän David Senscher. Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass der David, den jeder kennt, der will auch noch mal was beweisen und so wie es bei uns ist, auch das Trainerteam ist jetzt neu mit mir und mit Bitti und ja, wir sind voller Tatendrang und ich hoffe, dass man das dann gleich am Platz dann erkennen kann. Was für eine Chance gibst du die neue zweite Liga? Das muss man erst sehen, ich bin selber nicht ganz überzeugt, dass das so ein guter Wurf ist, aber man wird sehen, wie das Ganze dann abläuft, aber ob das wirklich dann das Wahre ist, das will ich bezweifeln.
Ja, und der Kurtl Russ hat ja sehr viele Freunde in der Steiermark, überhaupt da im Obermürztal. Ich glaube, da werden auch wieder einige Zuseher wegen dir kommen. Nein, wegen mir brauchen sie nicht kommen. Sie sollen kommen wegen der Mannschaft und dass wir einen frischen Fußball spielen. Und ja, ich hoffe, dass wir sehr viele Siege daheim einfahren, weil das ist das Wichtigste. Für das gehen die Leute am Fußballplatz. Und ja, mir würde es wirklich freuen, wenn sehr viele Zuschauer kommen. Werden auch ein paar Legionäre installiert, weißt du was? Ja, die Legionäre ist einfach so, unser Stürmer, der Rangel, wird sicher Kapfenberg verlassen. Ob wir dann noch was kriegen, kann ich echt noch nicht sagen. Wir müssen auch aufs Budget schauen. Steht noch in den Sternen. Erfreulich, die Falken wollen einen steirischen Weg gehen. Mit jungen Eigenbauspielern, mit Talenten aus der Region, aus der Steiermark und mit einigen Routinees. David Senscher hat mit dem neuen Trainer Kurtl Russ, man muss sagen mit dem neuen alten Trainer Kurtl Russ, das Training für die neue Saison aufgenommen. Wie schaut es aus in Kapfenberg? Ja, natürlich in den ersten Tagen wird einmal alles organisiert. Der Kader wird zusammen, also die kommen alle zusammen. Das werden wir jetzt da natürlich erst so richtig losstarten, wenn wir erst nächste Woche, da ist mehr so die Findungsphase, die ersten Tage. Aber groß und ganz sind wir schon komplett und ja, wir geben Gas und schauen, dass wir eine gute Mannschaft und eine gute Vorbereitung machen. Wichtig ist ja die richtige Mischung für die Kaderstellung. Man braucht ein Gerippe, man braucht ein paar Routinees und man hat aber auch viele Junge dabei und Kapfenberg ist ja bekannt für eine gute Ausbildung. Ja, auf jeden Fall. Also es werden jetzt sehr viele Junge, wenn die Chance kriegen. Junge Spieler, die in der Vorsaison schon da waren, die jetzt da bleiben, werden natürlich größere Aufgaben haben wir jetzt da. Natürlich, meine Aufgabe ist klar, ich werde schauen, dass ich die Jungen führe, dass ich ihnen viel mitgeben kann und helfen kann. Aber auch die Jungen, die schon Spielpraxis sammeln durften jetzt im Vorjahr. Und natürlich, die werden auch mehr gefordert werden und auch ein paar müssen da ein bisschen eine führende Rolle auch einnehmen. Und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Was hältst du von der Zusammenstellung der neuen Liga, der neuen zweiten Liga? Ja, es ist natürlich mit dem Wegfall des TVs und der Fernsehgeschichte ist natürlich nicht mehr so, sage ich mal, lukrativ. Was heißt lukrativ? Schweres Wort zu finden. Sage ich mal, man wird nicht mehr so gesehen, sage ich mal. Aber es ist schon eine große Chance auch für die Jungen, weil es wird sicher sehr viel geschaut auf die Liga auch, weil es eben für junge Spieler gibt, die für die Bundesliga halt sich empfehlen. Und deswegen kann es natürlich eine gute Geschichte sein, aber es wird die Zeit einfach bringen. Man muss schauen, wie das läuft. Der Dani Radzic ist ein junger Kapfenberger Spieler mit Kapfenberger Ausbildung, hat schon einige Mal jetzt in der Kampfmannschaft gespielt in der abgelaufenen Saison und will natürlich zum Stammspieler werden. Genau, du sagst es richtig. Ich will an meine Vorsaison will weiter anknüpfen, Spielpraxis sammeln, Stammspieler werden, wie du sagst. Und ja, mein bestes Game, der Mannschaft helfen. Und dann werden wir sehen, wie der weitere Weg ist. Ja, der weitere Weg ist ja offen, aber hast du einmal angedacht, dass du mal vielleicht noch höher raufkommst, über Kapfenberg drüber, vielleicht in die höchste Liga? Ja, natürlich. Ich glaube, jeder junge Spieler, der was Profi werden will, denkt darüber nach, irgendwann einmal in der österreichischen Bundesliga oder auch im Ausland zu spielen. Das ist natürlich mein Ziel, dass ich mich da weiterentwickle in Kapfenberg, meine Spielpraxis sammeln und dann den nächsten Schritt in die Bundesliga schaffe. Ja, und man sieht es ja, Michi Gregoritsch, der ist ja die Kapfenberger Schule gegangen im Fußball und der hat in der abgelaufenen Saison 13 Tore in der höchsten deutschen Bundesliga geschossen. Genau, ja, Michi Gregoritsch ist, glaube ich, das beste Beispiel da in Kapfenberg. Ich glaube, mit 16 Jahren hat er seinen ersten Bundesliga-Treffer sogar gehabt und dann, ja, er hat sich durchkämpft, auch gearbeitet, so wie jeder Junge, auch nie an seine Ziele zweifelt und an sein Können zweifelt und ja, jetzt hat er es geschafft, super Kicker, kann ich nur gratulieren. Ja, ich glaube, das soll jeder junge Spieler als Vorbild haben, der was da in Kapfenberg vielleicht ist, dass der Weg von Kapfenberg auch international, also Augsburg nach Deutschland geht. Jetzt schauen wir mal. Noch ist es ruhig im Falkenhorst, aber bis zum Saisonbeginn am 28. Juli haben die Fans noch Zeit, sich Saisonkarten zu besorgen. Die Vorbereitung ist hart und die jungen Fußballer brauchen in einer schwierigen Zeit die Unterstützung der Fans. Wir sehen uns bei den Heimspielen im Franz-Fekete-Stadion. Alles Gute für die neue Saison.